Sie waren dann ja, ich glaube, ab 1942 zum Jungvolk gekommen. Ja, Was auch mit elf erinnern? Jahren, auch ein Jahr später als normal, in Anführungsstrichen. Und ja, Jungvolk, es war mir vorher schon gesagt worden von meinem Vater. Es war ja dann auch so eine Zeit, wo man dann vielleicht, oder ich und meine Altersgenossen in dem Alter nicht mehr so ganz gut spurte wie zu Hause und nicht zu einem Ja und Amen sagt. Da sagte mein Vater: Komm du mal erst in die Hitlerjugend, da werden sie dir die Hammelbeine schon lang ziehen. So, oh Mensch, ja, ich bin ja nicht groß und stark, ich bin nicht stumpf sportlich und so weiter. Da war so bei mir der Gedanke, bloß nicht auffallen. Ja, bloß nicht auffallen. So. Und das war so meine Devise. Wobei ich sagen muss, es war, meine Eindrücke, die waren unterschiedlich. Es gab also auch positive Momente, zum Beispiel den, wenn wir in der Kolonne marschierten und dann vielleicht auf dem Sonnabend und die Straßenbahn musste anhalten und die Menschen mussten die Fahne grüßen und dann die Muttis waren dann da, es wurde ja Sonnabend noch gearbeitet, also die Vatis, die waren zur Arbeit, die Muttis, die kamen dann mit ihren Einholtaschen und so weiter und wir hatten. Ich habe doch noch den Spruch, Messer, Schere, Gabel, Licht dürfen kleine Kinder nicht. Ja? Plötzlich hatten wir ein Fadenmesser mit so einer langen Klinge und da stand Blut und Ehre stand da drauf. Das war ja nun was. Ja? Und dann in der Kolonne marschiert und gesungen. Also das war irgendwo was kolossal, dieses Massenerlebnis. Das war sehr suggestiv. Also das war schon sehr unterhaltsam. Das war die eine Seite. Die andere Seite, die natürlich. Es wurden ja auch dauernd, wir wurden ja im Grunde genommen vormilitärisch gedrillt. Ich weiß heute also noch Augen rechts und die Augen links, also wie man die Reaktion und so weiter und stramm stehen und marschieren, das war ja so gang und gäbe, das war die eine Seite. Dann wurden wir geschult, war die andere und zum dritten, es wurde gesungen. So, zum Dienst zu erscheinen, zweimal in der Woche, war aber Pflicht. Wer nicht erschien, musste in irgendeiner Form eine Entschuldigung haben oder beibringen. Ja, meine Mutter hat es fertiggebracht, verschiedentlich. Die hat schon gemerkt, dass ich da nicht besonders gerne hinging. Wenn mich dann einer abholen wollte oder abgeholt hat, der Jungenschaftsführer, mein Vorgesetzter, vielleicht ein Jahr älter als ich, mein Sohn kann nicht kommen heute, der hat noch Schularbeiten zu machen. Bums, Tür zu. Ja, und mir war das also durchaus willkommen. So, aber ich bin dann natürlich andermal ja wieder hingegangen. Es war einer da, der ein paar Mal gefehlt hatte, ohne Entschuldigung. Also, wenn du nächstes Mal fehlst, bringst du das übernächste Mal eine schriftliche Entschuldigung mit, sonst passiert was. Ist das klar? Ja, gut, er fehlte, kam wieder. Entschuldigung, habe ich nicht. Also, wer von euch, waren vielleicht so 25, 30 Leute, wer von euch verabreicht dem jetzt mal eine Tracht Prügel? Alles still, geschluckt. Keiner sich gemeldet. Und also, wenn sich jetzt keiner meldet, dann freiwillig meldet, dann bestimme ich einen von euch. Meldete sich schließlich einer. Nun war dieser Junge, der war noch einen halben Kopf kleiner als ich. Und der sich gemeldet hat, der war zwei Köpfe größer. Und der hat den vor unseren Augen zusammengeschlagen, bis der da blutend in der Ecke liegen blieb.